Wir sind eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Menschen. Wir haben Journalistinnen dabei, wir haben Content CreatorInnen dabei und wir haben jede ein Projekt mitgebracht, eine Idee, die wir verwirklichen wollen in den sozialen Medien oder in den Medien und werden hier dabei begleitet, dies zu realisieren. Dieses Programm stand vor allem im Fokus von neuen Technologien wie VR, Virtual Reality, Augmented Reality, künstlicher Intelligenz. Wie entwickelt sich die Branche weiter? Wie entwickelt sich Content weiter? Wie erzählen wir Geschichten in Zukunft? Das ist halt mega spannend, dass man mal Pionier sein kann. Es gab eine Fortbildung zum Thema ChatGPT, zum Thema Legal, zum Thema UX-Design. Wir haben halt Leute in dem Programm, die tatsächlich als Erste diese Programme meistern und damit arbeiten. Und wir profitieren natürlich als Fellows davon. Das MIP war eigentlich für mich so ein Entwicklungsprojekt, so ein Persönlichkeitsentwicklungsprojekt. Ich habe ein Thema gepitcht, was ich schon seit 10 Jahren machen möchte und habe mich jetzt getraut, aber wirklich nur durch die Hilfe des MIP-Programms. Also ich glaube, ohne das MIP-Programm hätte ich mein Projekt nicht umgesetzt. Es ist einfach eine sehr hilfsbereite Atmosphäre. Ich glaube, dass alles, was wir hier jetzt machen, ist nur der Anfang von etwas ganz, ganz Großem und etwas persönlich ganz, ganz Großem. Also ich würde das MIP grundsätzlich allen empfehlen, die einfach neue kreative Ideen haben und sich vielleicht noch nicht sicher sind, ob das umsetzbar ist, aber das Gefühl haben, dass es was werden könnte und sich hier dann einfach die Hilfe holen könnten, um das dann umzusetzen. Für alle, die Ideen haben, für alle, die irgendwas Neues erschaffen wollen oder etwas, was auch schon auf dem Markt ist, weiterentwickeln wollen. Ich habe ganz viel geguckt, Weiterbildung, was kann man machen und finde es halt hier so cool, dass du ein Praxisprojekt hast, was du direkt halt mit dem, was du lernst, verbinden kannst. Also ich kann nur sagen, man lernt hier unglaublich viel und es lohnt sich echt mitzumachen. Auf jeden Fall habe ich richtig viele coole Leute kennengelernt. Ich wünsche irgendwie uns allen, dass wir irgendwie im Kontakt bleiben, weil ihr mir auch alle wirklich inzwischen sehr ans Herz gewachsen seid. Liebe Fellows, liebe Teilnehmenden, die letzten Monate haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bitte macht einfach weiter so, lasst euch nicht stoppen. Ich möchte euch nochmal sagen, wie besonders die Reise für mich mit euch war, dieses schöne, vertrauliche. Ich freue mich so sehr, dass ich euch alle kennenlernen durfte und ich bin super gespannt, was aus euren Projekten wird.